Jobs, gute Arbeitsplätze für Hamburgerinnen. Und Frau Artus, Sie bekommen das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, der 101. Internationale Frauentag steht vor der Tür und es ist gut und richtig, dass wir diese Bürgerschaftssitzung dafür nutzen, die Gleichstellungsdefizite in dieser Gesellschaft anzumahnen. Ich möchte in diesem Zusammenhang an alle Frauen und auch Männer erinnern, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert Frauenrechte erkämpft haben. Beispielhaft erwähnen möchte ich August Bebel, Clara Zetkin, Mina Kauer, Anita Augsburg, Hedwig Dohm, Helene Lange. Ihnen und auch vielen anderen unzähligen Namenlosen gilt Respekt und Anerkennung für ihren Einsatz. Liebe Abgeordnete, der Frauenanteil der Bürgerschaft war nie so hoch wie derzeit. Er beträgt 45%. Der Senat besteht zur Hälfte aus Frauen. Das sind Ergebnisse, die der Frauenbewegung zu verdanken sind. Dass der Frauenanteil unter den Staatsräten aber absolut blamabel ist und Hamburg auch noch nie eine erste Bürgermeisterin hatte, darf nicht unerwähnt bleiben. Aber es zeigt beispielhaft auf, was noch zu tun ist, um Frauen ihren selbstverständlichen Anteil an Teilhabe und Einfluss zukommen zu lassen. Was noch alles zu tun ist, zeigen auch folgende Zahlen auf. Die durchschnittliche Armutsgefährdung liegt in Hamburg bei 14%. Bei Frauen liegt sie knapp darüber, 14,2, bei Männern knapp darunter, 13,8. Bei den Alleinerziehenden jedoch beträgt sie über 34%. Störe ich Sie, Herr Tjax und Herr Wersig? Bei den Alleinerziehenden jedoch beträgt sie über 34%, sehr geehrte Herren und Damen. Und Sie alle sollten wissen, dass der weitaus überwiegende Anteil der Alleinerziehenden Frauen sind. Das Wichtigste, was Frauen brauchen, ist soziale Gerechtigkeit. Sie brauchen wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und dass sie diese nicht haben, sind sie strukturell benachteiligt und unterdrückt. Und das ist nicht länger zu akzeptieren. Der Senat hat in seinem Arbeitsprogramm ein Aktionsprogramm Frau und Beruf angekündigt. Nun befinden wir uns im zweiten Jahr der Regierungszeit des SPD-Senats und des 15. Bürgermeisters nach 1945. Bislang ist leider noch nicht viel geschehen. Die Linksfraktion hat deswegen einen Antrag eingebracht, der Ihnen unter Top 53 mit der Drucksache 20-3236 vorliegt. Seine Überschrift lautet: Hamburg macht es ernst mit der Gleichstellung, Landesaktionsplan für mehr Beschäftigung von Frauen auf guten Arbeitsplätzen. Wir erwarten, dass der Senat nunmehr umgehend in die Füße kommt und seine Ankündigung und eine der dringendsten sozialen Probleme anpackt, die es in dieser Stadt gibt. Frauen arbeiten überproportional in Niedriglohnjobs und in Teilzeit. Selbst die Hälfte aller Familienernährerinnen, von denen es übrigens immer mehr gibt, müssen ihre Familie mit einem Teilzeitgehalt am Leben erhalten und nötigenfalls aufstocken. Damit nicht genug. Dass der Equal Pay Day am 23. März stattfindet, hat seine Ursache darin, dass eine Frau noch bis zum 23. März weiterarbeiten muss, um das Gleiche zu verdienen, wie ein Mann in den 12 Monaten zuvor bereits sein Einkommen erhielt. Und auch im Alter sind Frauen, wen wundert es da noch schlechter gestellt. Sie verfügen in dieser Lebensphase nur über 40% des Einkommens, welches Männer durchschnittlich ab 60 Jahre zur Verfügung haben. Dass Mädchen und Frauen nicht viel davon haben, dass sie mittlerweile die besseren Schulabschlüsse machen, mag möglicherweise viele jetzt überraschen. Vom Anstieg der Ausbildungsplätze profitieren sie nämlich nicht. Ihr Anteil ist in Hamburg sogar noch um weitere 2 Prozentpunkte gesunken und liegt nur noch bei 44%. Doch die männlich dominierten Chefredaktionen in den Medien in Hamburg nehmen diesen Fakt mit keiner Silbe auf, obwohl er geradezu skandalös ist. Deswegen ist eine verbindliche Quote weiterhin erforderlich. Auf allen Ebenen, ohne Kompromisse. Von alleine passiert nämlich nichts. Es reichen keine Appelle. Freiwillig geben die Männer uns nicht den Anteil, der uns zusteht. Die Hälfte von allem, die Hälfte aller gut bezahlten Jobs, die Hälfte der Steuergelder, die Hälfte der Macht.
Dass ökonomische Gleichstellung auch den Männern zugutekommt, möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Das leistungsorientierte und auch immer noch vom Machismus geprägte Männerbild dieser Gesellschaft ist keines, worauf sie sich ausruhen sollte und darf. Die Gesundheitsrisiken und auch die daraus folgenden Defizite sind mehrfach beschrieben. Lassen Sie uns möglichst gemeinsam darauf hinwirken, letzter Satz, dass es sich in Hamburg geschlechtergerecht leben lässt. Ich würde es gern noch zu Lebzeiten erleben, dass der Equal Pay Day wenigstens im Januar begangen werden kann. Applaus